Schönen guten Morgen. Mittwochmorgen haben wir es. Hab die Planierraupe noch geladen. Habe ich ja gestern Abend noch schnell getauscht. Und fahre ich heute Morgen rüber nach Lampertheim. Da wo man diese Baustelle haben kann, wo wo ich die Walze das letzte Mal geladen hatte. Sorry, meine Stimme ist irgendwie noch nicht da. Lade ich ab, dann fahre ich nach Kaiserslautern, hole den LH und der LH geht dann rüber nach Volksheim in der Nähe von Bad Kreuznach. Schauen wir mal. Das fahren wir jetzt mal und dann Attacke. Gucken, was es gibt. Noch ein bisschen Volksheim leer haben, wird es wahrscheinlich Mittag sein. Mal gucken. 7:10, ich bin jetzt gleich in der Baustelle. Ich habe aber keinen Plan, ob das die richtige Baustelle ist. Ich habe keinen Plan, ob das die richtige Baustelle ist hier. Weitergeht oder nicht, oder ich vermute mal schon, ne? Da liegt ja noch so viel Oberboden. Gemacht haben vor einem halben Jahr, wo immer die bescheidene Einfahrt ist oder war. Da soll die Planierraube jetzt hin. Ich, wie gesagt, ich weiß nicht, was wir da noch schieben.
hier aussieht jetzt. Also die Fahrzeuge parken schon wieder vorne dran. Das sehe ich schon mal. Vielleicht kann ich vorwärts rein. Wenn das immer noch brach liegt, ja, das liegt immer noch brach. Und der steht direkt vorne dran da. Guck dir das an, also. Ich denke, ich komm vorwärts rein. Alter, fahr einfach vorbei. Normalerweise müsste ich jetzt so lange hupen, bis der Typ da ist.
Ja, abgeladen. Ich hoffe, die Kamera hin hat ein bisschen was aufgenommen. Mal gucken, jetzt bin ich hier alleine, ne? In die Straße rein. Könnte ich fast dahin fahren, ne? So, ich habe die ganze Zeit telefoniert. Ob ich mich daneben an die Seite stellen soll. Ich laufe mal kurz vor, gucken.
Schlimmste haben wir geschafft. Bitte? Schlimmste haben wir geschafft. Ich mag den Bagger gar nicht. Schon.
Morgen. Donnerstagmorgen. 20 nach 6. Natürlich willkommen zu dieser neuen Folge noch. Ha, total vergessen. Halt morgen rüber nach Darmstadt. An die Uni. Steht ein A29 Mobilbagger, den laden wir. Wir fahren mit zwei Fahrzeugen, weil da noch ein bisschen Kleingrusch steht. Und ich fahre den Bagger dann rüber nach Lambertheim. Schauen wir mal, wie es läuft heute Morgen. Der Kollege ist schon vorgefahren. Ich bin am Überlegen, ob ich über Mainz rollen soll. Aber es wird, glaube ich, egal sein. Mainz ist die Baustelle. Sandhofen ist die Baustelle. Ich denke, es wird egal sein, wie ich heute Morgen fahre. Ich jetzt rechts abbiegen. Habe ich nicht. Ich hätte schon einen anderen Weg, aber der ist ganz ehrlich noch bescheidener wie der hier. Tieflader wieder gequält hier. Wieder rückwärts reinkommen. Vielleicht fahre ich auch vorwärts rein. Das weiß ich nicht genau. Ich denke, rückwärts ist einfacher. Im Moment ist kein Fahrzeug hinter mir. Der geht wieder rasen. Wahrscheinlich wieder da, wo das ganze Holz liegt, stelle ich mich neben an die Seite, falls da Platz ist. Ja, da ist Platz, definitiv. Da ist Platz, definitiv. Jetzt blieb der mich vor, okay, fahren wir rückwärts raus. Hier.
Quartier haben wir es schon. Ja, wir mussten noch ein bisschen die Baustelle aufräumen. Einen Container voll Holz verladen. Es lag nicht an einem Platz, sondern da lag ein Greifer, da lag ein Greifer voll. Da, wieder 5 Meter weiter lag der nächste Greifer voll mit Holz. Ja, war halt zeitaufwendig. Doch.
Thank you.
Bitte nicht hier parken. Bitte nicht hier parken. Ich komm sonst gar nicht raus. Danke. Danke. Wenn ich später weg bin, kannst du dich doch herstellen.